Ich notiere so seit 5 Jahren ungefähr, dass es kräftige Zuwächse von Einwanderern nach Ungarn gibt oder Auswanderern aus anderen Ländern, hauptsächlich eben aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Holland, also europäischen Ländern, aufgrund der dortigen Situation eben mit der Massenimmigration von schlechten Leuten, der LGBTQ und dem kompletten Verbot der Meinungsfreiheit. Und jetzt bin ich verstärkt in den letzten Tagen von meinen Zuschauern gefragt worden, dass viele sich nicht vorstellen können, dass das auf Dauer gut geht, dass viele eben denken, das Boot ist jetzt voll und die Ungarn langsam ungemütlich gegenüber den Ausländern werden. Ich spreche eigentlich nun hauptsächlich mit den lokalen Leuten, also mit den Ungarn, und ich kann eigentlich das überhaupt nicht bestätigen. Und ich denke mal, das liegt zumeist in der ungarischen Mentalität, und das ist auch wichtig für euch, wenn ihr euch ein Land zum Auswandern sucht, dass die Ungarn Ausländer sehr, sehr offen gegenüber Ausländern sind und unglaublich hilfsbereit. Das heißt, wenn ihr irgendwo seid, auf dem Land oder in der Stadt oder überall, dann ist es tief in der ungarischen Mentalität, dass sie euch helfen. Also ob ihr nun jetzt den Weg nicht wisst, das ist das Einfachste, aber auch, was weiß ich, der Auto hat einen Platten oder irgendwas anderes braucht ihr oder fragt was nach irgendwas, ihr sucht irgendwas, dann werden die alles tun, um euch dort zu helfen. Und auch wenn sie es selbst nicht wissen, dann werden sie irgendeinen suchen, der das weiß. Das ist wirklich sehr, sehr tief verwurzelt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also ich weiß aus anderen Ländern, dass wenn ihr zum Beispiel aus der Tschechei, wenn du nicht die Sprache perfekt sprichst, dass die wirklich dann schon sehr reserviert sind und nicht sehr offen gegenüber Ausländern. Und das ist eben dort komplett anders in Ungarn. Man ist dort sehr, sehr offen gegenüber Fremden. Hat auch natürlich viel mit der ungarischen Geschichte zu tun. Aber solange, und jetzt kommt das Aber, solange man sich halt an die Regeln hält, das heißt, solange man keinen umbringt, solange man keinen beleidigt, solange man nicht irgendwas ausraubt oder stiehlt natürlich ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber das sind ja die meisten, die nach Ungarn kommen, und insofern ist das eben alles in Ordnung. So, das ist das eine mit den Auswanderern. Das andere ist die Touristen, und da habe ich jetzt bin ich mal nach Budapest gefahren vor ein paar Tagen mit dem Zug von Tiszafüred, also Ostungarn, nach Budapest, 3 Stunden Fahrt, weil es war mir mit dem Auto zu stressig, und da war ich erstaunt, wie viele wirklich Mengen an ausländischen Touristen dort waren, und nicht nur von europäischen Nachbarländern, sondern von afrikanischen Staaten, dann die ganzen Asiaten natürlich, dann von die islamischen Staaten, aber natürlich normale, also die Leute, die sich benehmen können, die nicht mit dem Messer irgendwie um sich stechen, und auch jüdische Leute, so mit der Kopfbedeckung und so weiter, und das, was ich wirklich doch erstaunlich fand, auch auf dem Land, also in Budapest wäre das vielleicht noch normal, und da bin ich auch Metro gefahren und dann sieht man das auch, aber auf dem Land, also wirklich bei Tiszafüred oder auf ganz kleinen Ortschaften, da waren plötzlich amerikanische Frauen, denen habe ich dann geholfen mit dem Koffer und so weiter, aber das ist wirklich erstaunlich, und ich habe dann auch die Ungarn im Zug beobachtet, und wo man nun in Deutschland oder woanders, die dann sofort, oh mein Gott, was ist hier los? Aber die waren wirklich ganz offen, die waren vielleicht ein bisschen amüsiert, was machen die dort hier bei uns? Aber ansonsten hatte man gar kein Problem damit. Und das ist wirklich ein, denke ich mal, riesen Vorteil für uns Ausländer in Ungarn. Und das wird, denke ich, auch so bleiben, weil es eben tief in der ungarischen Mentalität verwurzelt ist. Dann mit meinen Familie und so weiter, ungarischen Leuten, weiß ich auch, dass in Und ich bin ja kein Stadtmensch, also ich gehe mal alle halbe Jahr oder einmal im Jahr oder so. Jetzt war ich zuletzt vor 2 Jahren in Budapest. Und dort sieht man wirklich kaum mehr Ungarn. Also diese Massen an Touristen, aber es ist natürlich gut fürs Land. Und trotz, dass man Ungarn eben so schlecht überall macht, hat das wohl dem ungarischen Image nicht geschadet, was auch sehr gut ist. Und es ist sogar schon so, wurde mir gesagt, dass in den ungarischen Cafés in Budapest da häufig so ist, dass man gar nicht mehr, dass man nur noch auf Englisch sich verständigen kann, weil die Leute, die dort arbeiten, wegen den Ausländern, wahrscheinlich sind es auch dann keine Ungarn mehr, sondern aus den Nachbarländern,
und jetzt natürlich auch Saison, dass die eben nur noch Englisch verstehen. Und das ist ein Riesenwandel im Vergleich, wo ich eben zum letzten Mal, sag ich mal, vor 2 Jahren so in Downtown Budapest war. Das war dort völlig anders, vielleicht ein paar Touristen. Und so gut, da war Corona, sag ich mal, nach Corona war ich auch noch einmal. Und das war dort wirklich ganz, ganz anders. Immer ein paar Touristen, aber nicht in dieser Masse. Und das spricht natürlich auch dann ganz eindeutig für Ungarn. In diesem Sinne, macht's mal gut. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr das genauso erlebt. Und subscribe den Channel und auch auf Telegram. Abonniert mich und bis demnächst. Ciao, ciao.